Bewegung in der Schule ist für uns insbesondere wichtig, weil unsere Schüler sich dadurch dann insgesamt besser konzentrieren können, aufnahmefähiger sind, einfach für eine neue Situation aufnahmebereit sind. Die Albert-Gutzmann-Schule ist eine Grundschule und ein Förderzentrum im Zentrum von Berlin, Berlin-Mitte, im Wedding. Wir haben an unserem Standort um und bei 550 Schülerinnen und Schüler. Alba Berlin ist für uns als Brennpunktschule ein Türöffner, der unser gesamtes Erzieherinnen-Team stellt und den Nachmittagsbereich gänzlich und im Vormittagsbereich ganz viele unterschiedliche Angebote innerhalb des Ganztags macht. Wir haben über 20 Arbeitsgemeinschaften. Das geht von Tischtennis über Fußball, Basketball selbstverständlich, aber auch Boxen, Schwimmen AG und ähnliches mehr. Auf der anderen Seite haben wir ein Pausenliga-Angebot, um mehr Bewegung, mehr Sport in die Pausen zu kriegen. Das ist so aufgezogen, dass wir einen Monat lang eine Sportart anbieten und alle Jahrgänge jahrgangsweise gegeneinander spielen. Die Albersport GmbH ist freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Als freier Träger sind wir hier an der Gutzmann-Schule für die ergänzende Förderung und Betreuung zuständig. Gerade in Stadtteilen, in denen das Aufwachsen gar nicht so einfach ist, sehen wir es als einen Auftrag von uns und einen gesellschaftlichen Auftrag, an Bildungsorten aktiv zu werden und letztlich Kindern und Jugendlichen im Aufwachsen mit Sport und Bewegung zu helfen. Das heißt, der Vereinssport letztlich kann auch ein Teil von Ganztagsschule sein, so wie wir das leben. Und der Vereinssport kann in Schule auch stattfinden. Die Kinder profitieren einfach von dieser Kooperation dahingehend, dass es noch mehr Bewegungsangebote gibt. Aber mit Alba und den Netzwerken von Alba eben auch ganz viel Kultur und Kunst hier an die Schule gekommen ist, wo die Kinder sich ja auch immer bewegen. Was die Schule auszeichnet, sind es die Menschen hier vor Ort, die miteinander arbeiten und für die Kinder da sind und für die Kinder etwas Positives jeden Tag entwickeln. Und ich glaube, das ist sozusagen die Grundlage hier, die ich total als positiv einschätze und die unsere Zusammenarbeit letztlich auch auszeichnet. Der Basketballcourt ist im Prinzip so ein Wahrzeichen der Zusammenarbeit zwischen Alba und uns. Der ist erst auch letztes Jahr im Mai eröffnet worden und ist im Prinzip inzwischen fester Bestandteil vieler Veranstaltungen hier in Kiez, aber auch über den Kiez hinaus. Was mich motiviert, hier zu arbeiten, sind die Kinder. Die geben einem so viel zurück, so viel Kraft, so viel Inspiration. Das ist einfach toll.